Ja, Freunde, er war angekündigt, er ist natürlich da, Mitglied des Bundestags, wir freuen uns auf ihn. Ich habe ihn im Plenum gesehen diese Woche, er war also in Berlin, hat sicher was zu erzählen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Heiko Hessenkämper. Hallo! So, er hat darauf bestanden, seine Rede im Stehen anzufangen. Wir freuen uns und wenn es nicht mehr geht, sagst du einfach Bescheid kurz. Ja, vielen Dank. Viele Grüße nach Dresden und in die Bildschirme. Es ist schön, in diesen dunklen gesellschaftlichen Mittelalterzeiten hier unter Leuten zu stehen, die vielleicht etwas bewusster sind. Warum Mittelalter? Meinungsfreiheit war einmal. Wir haben in Kürze ja ein 6-jähriges Jubiläum von Pegida. Ich hoffe, dass es weiter wächst. Das 30-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung Deutschlands war sehr erbauend. Denn wenn Sie hier eine abweichende Meinung von unseren rot-grünen, faschistoiden neuen Kleriker, die uns in einen ökologischen Sozialismus führen wollen, wenn sie da eine andere Meinung haben, dann werden sie auf den öffentlichen Scheiterhaufen medial verbrannt. Siehe Sarrazin zum Beispiel, der eine sehr wohl fundierte Meinung kundgetan hat und den man versucht hat, medial zu vernichten. Das geht aber weiter, auch altgediente Politiker wie Herr Fatz, die abweichende Meinung haben und dann auch schon mal über dieses Merkel-Regime als DDR 2.0 reden. Na, freie Meinungsäußerung war gestern mal. Er sagte vor einer Woche im Dresdner Parlament, dass es ja nun peinlich ist, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, dass die Mehrheit der Bevölkerung sagt, dass sie zu bestimmten Themen ihre Meinung nicht mehr äußern dürfen. Das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Mittelalter. Aber ich kann Ihnen Hoffnung machen. Nach dem bisherigen Mittelalter gab es auch immer eine Wiedergeburt, eine Renaissance. Und das wird dann ganz spannend, was dann passiert. Insbesondere auch die Aufforderung an unsere Politiker. Kollegen, Sie müssen sich nämlich langsam entscheiden, ob sie bei späteren Historikern als Mitläufer, Mittäter oder als Widerstandskämpfer genannt werden wollen. Und dazu muss man klar sagen, die Panik, die auftaucht, ist natürlich die, weil sie sehen, dass das System bröckelt. Ja? Wenn man diese verstärkten Versuche sieht, die Bevölkerung zu disziplinieren mit Corona, mit einer völlig chaotischen Informationspolitik und Ordnungspolitik, dann sehen Sie, dass Sie immer nervöser werden, je größer der Widerstand der Bevölkerung wird. Sie sehen dann in den Medien permanent dort dann Reaktionen, die Ihnen dann zeigen, wie schlimm doch die Corona ist, egal was andere sagen. Auf der anderen Seite, es ist ja nicht nur Sarrazin, der da rausfällt, der Seeheimer Kreis der SPD fordert in der Asylpolitik eigentlich ein ganz einfaches Thema. Kriminelle Asylbewerber sind abzuschieben. Und zwar umgehend. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind dazu zu schaffen. Und es ist nichts weiter als ein uraltes historisches Kulturrecht in Europa. Wer Gastrecht missbraucht, verwirkt es. Das hat man schon bei Homer in der Ilias gesehen. So, lassen Sie mich vielleicht eine Art Neuhochdeutsch-Framing machen zum Thema, was ist denn das Ziel dieser Politik erkennbar? Nummer eins ist erst einmal Ausbeutung. Ausplünderung und Ausbeutung der hiesigen Bevölkerung.
wenn Sie mal die letzten EU-Geschichten sehen, wo Hunderte von Milliarden verteilt wurden zum Wiederaufbau all der zerstörten Städte, Brücken und Straßen in Südeuropa, ja? Und das als Geschenk, dann können wir uns nur bei den niederländischen Ministerpräsidenten und beim österreichischen bedanken, dass sie durch kleine Interventionen uns einige 10 Milliarden Euro erspart haben. Während Frau Merkel ja noch freiwillig von knapp unter 30 Milliarden ihren Nettobeitrag auf über 40 Milliarden erhöht hat. Für 7 Jahre jedes Jahr. Das nennt man Ausplünderung. Und vielleicht ein paar Daten dazu. Deutschland hat mit 51% den höchsten Steuer- und Sozialabgabensatz der Welt. Die Italiener liegen so bei 31%. Die anderen Südeuropäer etwas darüber. Wir haben eine 7 Jahre längere Lebensarbeitszeit als die Italiener zum Beispiel. So, wenn die nur denselben Steuer- und Sozialabgabensatz hätten wie wir, dann wären sie schon dabei, ihre Schulden zurückzuzahlen. Aber das lassen sie ja nicht gefallen, dann sind sie auf der Straße. Der deutsche Michel macht das ja alles. Und ich warte auf die Reaktion, wenn die Politik ihnen sagt, gegen Corona hilft eine Wäscheklammer in der Nase, ja? Ob der deutsche Michel das dann auch mitmacht? Ja, der macht das! Der macht das! Das haben die gerne! Es läuft übrigens tatsächlich wie im Mittelalter auch immer nach denselben Regeln. Schuld, Sühne, Ablasshandel, ja? Aber ich bin erst noch dabei, Ihnen ein bisschen Hoffnung zu machen. Es ist ja nicht nur der Seeberger Kreis, sondern auch die Werteunion, die anfängt langsam zu zucken. Und ein bisschen Fantasie. Nehmen Sie mal Herrn Kemmerich in Thüringen, ja? Demokratisch gewählt, da kommt unsere 100% demokratische Kanzlerin aus Südafrika und fordert Neuwahlen, ja? Schande! Und wenn wir bei diesen FDP-Lern Leute mit politischem Weitblick und Rückgrat gehabt hätten, dann hätte Herr Kemmerich als erste Amtshandlung als Ministerpräsident den Rundfunkstaatsvertrag gekündigt, dann wären diese Hoftrompeten tatsächlich nicht mehr finanziert. Also ich bitte den Einsatzleiter der Polizei, sich entweder hier hinter der Bühne mit mir in Kontakt zu bringen oder sofort diese unerträgliche Lärmbelästigung von da drüben sofort abzustellen. Es ist nicht möglich, im hinteren Teil unserer Veranstaltungsfläche den Worten des Redners zu folgen. Also nochmal bitte den Einsatzleiter der Polizei, sich entweder mit mir hier hinter der Bühne in Kontakt zu bringen oder sofort diese Lärmbelästigung da drüben zu unterbinden. Hallo! 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 Räumen! 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 Ja, lassen Sie mich noch auf Herrn Kemmerich und unsere treuen Anhänger da vorne zurückkommen. Er ist ja von der Antifa, diesen linksfaschistischen, staatlich bezahlten Schlägertrupps, ist er bedroht worden. Hätte er sie als kriminelle Vereinigung eingestuft, was sie ja de facto sind, dann wäre ihnen jede öffentliche Knete abhanden gekommen, ja? Soweit immerhin waren wir schon. Und deshalb haben sie natürlich die Schnappatmung der politisch-medialen Klasse gesehen, dass es langsam anfängt zu drängeln. Gehen wir mal zu dem zweiten Punkt, den Sie auch nicht hören wollen, der zu entsprechender Schnappatmung führt. Und zwar das... Räumen! 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 Kommen wir zu dem nächsten Thema, was diese Politik treibt. Und das ist das Thema
des Bevölkerungsaustauschs oder der Umvolkung. Das ist etwas, wo Sie ganz dramatisch darauf reagieren. Ich sage immer, ein getroffener Hund jault auf. Und dazu zu den Auswirkungen, vielleicht etwas aus Berlin am Freitag, wurde über das Thema der Kosten der Migration diskutiert. Also wenn Sie Ihren nächsten Rentenbescheid sehen, dann denken Sie vielleicht an diese Zahlen. Die von uns immer genannten 50 bis 55 Milliarden Euro pro Jahr sind tatsächlich jährlich an Summen, die anfallen, und die Gesamtkosten inklusive anderer Sozialausgaben bis hin zum Thema Rente betragen von der Einwanderungswelle 2015 etwa 900 Milliarden Euro, meine Damen und Herren, 900 Milliarden Euro. Das sind 11.000 Euro pro Kopf jedes Deutschen. Wenn Sie dann die Hochrechnungszahlen lesen, ich habe hier eine Machbarkeitsstudie der Etablierung eines Mechanismus für den Relocation, man sagt natürlich nicht Bevölkerungsaustausch, sondern Resettlement und Relocation. Wenn Sie die von 2010 sehen, die Zahlen, die können Sie eigentlich gar nicht glauben. Da muss man sich denken, was passiert eigentlich bei der UN und in der EU-Kommission? Kiffen die sich regelmäßig mit unseren Linken das Gehirn aus dem Hals? Es ist unglaublich. Millionen, die kommen sollen. Und wir wissen ja, wie das aussieht. Frau Göring-Eckardt, das Land wird sich verändern. Und sie freut sich drauf. Das ist meine Textstelle, einen Augenblick. Ich zitiere ihn jetzt mal, worauf sie sich freut. Das ist eine Anfrage von dem Kollegen Stefan Brandner an die Bundesregierung, und zwar Kriminalitätsentwicklung im Zeitraum von 2009 bis 2019 in ausgewählten Deliktbereichen. Ich werde sie jetzt einfach schnell mal vorlesen. Gewaltkriminalität haben wir nicht deutsche Tatverdächtige 37,5%, eine Zunahme von 35,1%. Wir haben Diebstahl insgesamt an und aus Kraftfahrzeugen 36,2%, nicht deutsche Tatverdächtige, Zunahme von 39,1%. Taschendiebstahl, 68%, nicht deutsche Tatverdächtige, Zunahme innerhalb von 10 Jahren 34,6%. Dann Sozialbetrug, 34,3%, nicht deutsche Tatverdächtige, 30,3%. Erschleichen von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 45,8%, 73,7%. Wohnungseinbruch, Diebstahl 39,1%, Zunahme auch um 18,4%. Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen 39,7%, nicht deutsche Tatverdächtige, Zunahme von 54,5%. Ladendiebstahl insgesamt 41,8%, nicht deutsche Tatverdächtige, Zunahme 37%. Diebstahl insgesamt 38%. Sie haben den Satz im Hinterkopf, ein Land, in dem wir gut und gerne leben können, ja? Vergewaltigung und sexuelle Nötigung 36,8%. Da hat es sogar einen kleinen Rückgang in den letzten 10 Jahren gegeben. Körperverletzung 30,4%, nicht deutsche Tatverdächtige. Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer 39,7%. Das Spannende ist natürlich, ich darf Ihnen das vorlesen, wie auf allen Ebenen blockiert wird. Nicht deutsche Tatverdächtige sind Personen,
ausländischer Staatsangehörigkeit und einer staatenlosen, sowie Person mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Wenn ein Tatverdächtiger mehrere bekannte Staatsangehörigkeiten besitzt und darunter auch die deutsche, dann wird in der PKS die deutsche in der polizeilichen Kriminalstatistik die deutsche Staatsangehörigkeit erfasst. Damit das nicht ganz so schlimm aussieht, ja? Also Sie sehen, dass die Situation auf allen Ecken weiter ist. Ich darf Ihnen auch noch eine Anfrage weitergeben. Wie haben sich denn die Kinder mit Migrationshintergrund auf das Abschneiden Deutschland bei den PISA-Studien ausgewirkt? Die PISA-Studie 2003 zeigt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund motivierte Schüler sind und der Schule positiv gegenüberstehen. Trotz dieser engagierten Haltung schneiden diese Schülerinnen und Schüler in den Grundbildungsbereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften sowie im Bereich der allgemeinen Problemlösung meist deutlich schlechter ab als ihre Mitschüler aus einheimischen Familien. Ja, das erinnert mich an einen Satz bei den Stuttgarter Krawallen aus der Partyszene. Ja? Die positive Nachricht, die da vermittelt wurde, ist, dass die Geschäfte mit Berufsbekleidung nicht geplündert wurden. Ja? Nee, aber wenn Sie denken, es ist zu Ende, dann täuschen Sie sich. Wenn Sie die Ausplünderung dieses Landes weitersehen, dann nehmen wir mal das EEG-Gesetz. Das soll jetzt so verändert werden nach einer Vorlage, die bekannt geworden ist, dass Windkraftanlagen zum nationalen Interesse erklärt werden, was natürlich ihre Möglichkeit, sich verwaltungsrechtlich zu wehren, praktisch gegen Null fährt. Ein Verwaltungsrichter hat dann keinen Spielraum mehr. Und dazu vielleicht auch etwas, Herr Trittin hat Ihnen mal gesagt, dass die EEG-Abgaben nicht teurer werden als eine Kugel Eis. Der Bundesrechnungshof sagte, dass es 160 Milliarden waren, die bisher ausgegeben wurden, ohne großen Effekt. Wenn ich mal 50 Gramm für 1 Euro rechne, dann komme ich auf eine Kugel von 8 Millionen Tonnen Eis. Wenn wir die auf den rot-grünen Großstädten auskippen würden, dann hätten wir mit dieser rot-grünen Farbe, die ja in der Mischung braun gibt, ja. Da muss man ruhig bleiben. Wo ist denn da der Böller? Im Keller unten? Im Bunker? So eine Schweinerei. Ja, meine Damen und Herren, nochmal zurück vielleicht zur EU. Ich glaube, es kam von Charles de Gaulle damals der Satz, dass Nationen keine Freunde haben, sondern nur Interessen. Ja? Das hat unsere Laiendarstellertruppe in Berlin bis heute noch nicht begriffen. Wenn Sie sich Nord Stream 2 ansehen, ja, was da abgeht, wie sie an der Langleine der Amerikaner eben nicht handeln, ja, mit Gegensanktionen und ähnlichem mehr. Dabei könnte man sehr konstruktiv eigentlich etwas machen. Ich sag mal, wenn Sie das Thema Klimawandel annehmen, was immer man davon hält, ich halte mich da jetzt mal raus, aber man könnte einiges machen, zum Beispiel diese unglaubliche Verschwendung von Lebensmitteln stoppen, ja. Die Überbevölkerung in der dritten Welt mit entsprechenden Maßnahmen und zum Stopp mitbringen. Das Thema, dass sie aus zum Beispiel aus der Kohle aussteigen, um diese Rohstoffe als Reserven im Boden zu lassen. Dann können sie aber nicht gleichzeitig die Kernenergie ausschalten. Und wenn sie die weiterlaufen lassen würden bis 2030, können sie tatsächlich sehr viel früher in die CO2-Emissionen hereingehen. Sie können sich vorbereiten auf die entsprechenden Veränderungen.
warum haben wir nicht längst Großraumlöschflugzeuge, ja, die wir international schnell einsetzen können? Vorschläge um die Regenwasseranlage. Darf ich Sie noch mal unterbrechen? So, Freunde, es tut mir leid. Ich muss den Herrn Professor noch mal unterbrechen. Aber dort hinten ist ein unerträglicher Lärm von der sogenannten Gegendemo. Und ich habe jetzt mit der Polizeiführung, mit der Einsatzleitung der Polizei für diese Veranstaltung und für diesen Platz heute gesprochen. Er hat mir zugesagt, er will auf die Gegendemo einwirken, dass dieser Lärm abgestellt wird. Aber er bittet, dass wir alle friedlich bleiben. Und wir wollen ihm ein paar Minuten zugestehen, dass er seine Zusage umsetzt. Also ich bitte euch, seid geduldig und in der Hoffnung, dass diese Krakeler da drüben irgendwie zur Ruhe gebracht werden. Es ist leider schlimm, dass es so ist, dass die nicht wissen, was sich gehört. Okay, gut. Naja, ich meine, bei jungen Leuten ist manchmal die Erziehung auch noch nie abgeschlossen. Vielleicht fehlt das noch, ja. Was ich gesucht habe zum Thema Umvolkungspolitik, möchte ich Ihnen nochmal vorlesen. Das ist eine Entschließung der UN-Menschenrechtskommission vom 17.04.1998. Jegliche Praxis oder Politik, die das Ziel oder den Effekt hat, die demografische Zusammensetzung einer Region, in der eine nationale, ethische, sprachliche oder andere Minderheit oder eine autochthone Bevölkerung ansässig ist, zu ändern, sei es durch Vertreibung, Umsiedlung und oder eine Kombination davon, ist rechtswidrig. Das heißt, die ganzen Krakeler dort, inklusive unserer politisch-medialen Klasse, gehören eigentlich vor ein UN-Tribunal. So, meine Damen und Herren, ich denke, jetzt werde ich Sie vielleicht erlösen, weil ich mich jetzt doch langsam hinsetzen muss. Bleiben Sie standhaft. Ja. Danke! 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 Danke!